Ein Haus wird gebaut, aber ein Zuhause wird geformt. Ich will nicht sagen Utopie, aber es ist ein großes Ziel. Also das Sübel-Zentrum ist immer wieder auch mal Pionier in ganz Deutschland. Das Sübel-Zentrum in der Karlsruher Südstadt ist bereits über 100 Jahre alt. Kein Wunder also, dass es in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden soll. Wir haben eine sehr lange Geschichte, das heißt, wir sind ein Begriff für viele, gerade ältere Menschen. Gebaut wurde das Sübel-Zentrum nämlich schon 1913. Es trug den Namen Städtisches Kinder- und Säuglingsheim. Kurz nach der Eröffnung wohnten bereits 68 Kinder und 6 Schwestern in dem für damals modernen Gebäude. Als die das Gebäude gebaut hatten, da gab es große Säle mit Schlafräumen, wo die mehr oder weniger kaserniert gewohnt haben. Während des Ersten Weltkriegs wird das Haus regelrecht überrannt. Über 160 Kinder und Säuglinge lebten zwischenzeitlich in dem Gebäude. Dieses Gebäude hat ja eine gewaltige Geschichte. Da war zwischendurch ein Kameradschaftsheim untergebracht. Dann wurden die Kinder rausgeschickt, dann kamen die wieder zurück. Dann musste Platz gemacht werden für ein Krankenhaus. 1970 wird das Gebäude zum letzten Mal renoviert. Mit der Neustrukturierung der Räumlichkeiten vollzieht auch die Einrichtung einen pädagogischen Wandel. 1995 übernimmt schließlich die Heimstiftung Karlsruhe das Sübel-Zentrum. Die Heimstiftung Karlsruhe hat Angebote im Bereich Pflege und Wohnen für ältere Menschen. Wir haben Angebote im Bereich Wohnen, Leben, Perspektiven und eben der Bereich Kinder- und Jugendhilfe, wo wir auch stationär, ambulant und teilstationär Angebote haben, sowie auch eine Schule. Chancengerechtigkeit ist das Ziel, was wir haben, dass wir den jungen Menschen, die hier bei uns sind, egal wie lange sie sind, manchmal sind sie auch nur ein paar Wochen, dass wir denen all das bieten, was sie in einer Familie auch kriegen würden. Ja, also ich bin dort ziemlich gut aufgenommen worden. Ich habe ziemlich gute Freunde gefunden, mit denen ich auch noch Kontakt habe. Neue Freunde habe ich auf jeden Fall gefunden und wünsche mir für das Sübel-Zentrum, dass die Kinder und Jugendlichen dort mehr Möglichkeiten haben. Und dass auch andere Leute dort wieder lernen können und auch Spaß haben. Wir waren zunächst damit beauftragt, mal zu gucken, was muss dringend saniert werden. Und dann hat sich aber anhand der Pläne des Bestandes herausgestellt, dass es nicht zielführend sein kann, jetzt irgendwelche Leitungen 1:1 wieder zu erneuern. Die hatten jetzt in der letzten Zeit jedes Jahr 1, 2, 3 Wasserrohrbrüche. Das war einfach so, dass bestimmte Sachen gar nicht aufgeschoben werden konnten, sondern gemacht werden mussten, weil es einfach kaputt war. Um diese wichtigen Sanierungsarbeiten finanziell zu unterstützen, kam der Heimstiftung Karlsruhe die Idee einer Spendenkampagne. Keine kalten Füße ist ein Spendenprojekt zur Unterstützung der Sanierung des Sübel-Zentrums für Kinder- und Jugendhilfen. Und wir setzen uns aber auch gezielt für Chancengerechtigkeit in Karlsruhe ein. Es gibt 3 Projekte, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das eine Projekt haben wir mit dem Partner DM zusammen umgesetzt, letzten Sommer im Jahr 2019. Und zwar haben wir diese schönen blauen Badeschlappen hier produziert. Ein anderes Projekt war die Expo 20 Ausstellung im leerstehenden Sübel-Zentrum. Wir sind diesen fast 60 Künstlerinnen und Künstlern unheimlich dankbar für diese tolle Benefizausstellung. Das dritte Projekt, was mir gut in Erinnerung bleiben wird, das sind die Benefizkonzerte des Young Classic Sound Orchestras unter Leitung von Herrn Lanoir Ajay. Das Tolle an der ganzen Sache ist, wir machen Musik, uns macht es brutal viel Spaß. Die Leute hocken im Konzert und macht ihnen auch total viel Spaß. Und dann können wir noch was Gutes tun. Wie geil ist das denn? Wir haben beschlossen, das wirklich als Großspende zu unterstützen, zu initiieren, mit 1 Million Euro und damit quasi auch einen Leuchtturm zu setzen und Beispiel zu geben für andere Institutionen.
geht es endlich los. Also das ist ja jetzt schon ein langer Plan, dieses Gebäude zu sanieren. Wir beschäftigen uns seit 3 Jahren mit dem Projekt. Wir sammeln Geld, wir sammeln Zeitspenderinnen und Zeitspender. Mittlerweile weiß wahrscheinlich jeder Zweite in Karlsruhe, dass es ein Siebel-Zentrum gibt. Mit einem Beginn geht auch die Hoffnung auf ein Ende einher. Und Ende bedeutet dann eben, dass die Kinder und Jugendlichen wieder hier reinziehen können und wieder das tolle Gebäude und auch das wunderschöne Areal nutzen können. Das bis 2023 geplante Bauprojekt hatte aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 sicher nicht den einfachsten Start. Es war ein herausforderndes Jahr für das Projektteam, das auf viele Veranstaltungen verzichten musste. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir sind gespannt, mit welchen kreativen Ideen uns die Spendenkampagne nächstes Jahr überraschen wird.